Jo, dann ist daraus anscheinend doch ein dritter Part geworden. Willkommen zurück auf The Minecraft. Die Willkommensnachricht habe ich im letzten Part ja komplett vergessen, wo ich mit Stucky zusammen hier die Map gezeigt habe. Sonst geht einfach mal ein Video zurück. Wie gesagt, das ist der dritte Part von dem Let's Show Minecraft Party. Die Map, die ich für euch baue. Ja, heute geht es um die Technik, in der ich euch die Technik einfach mal vorstelle. Wir schauen uns das Ganze mal an. Schwer zu verstehen natürlich, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch einen kleinen Einblick gewährleisten. Wir haben hier am Anfang die sogenannte Spawn-Technik, die lockt, nicht lobt, die sorgt dafür, dass das ganze System läuft. Sie schaut sich um, ob ein Spieler da ist, teleportiert den Spieler hier hin. Hier wäre da le Lobby, die kennen wir schon. Was haben wir dann alles hier noch? Dann wäre hier oben dieser Anfangsraum, den kennt ihr auch schon aus dem ersten Video. Über der Lobby haben wir hier, kann ich auch mal hier so eingehen, diesen Bereich, wo die Party beginnt, wie auch hier den Admin-Raum. Wie man sieht, ist es alles nebeneinander. Unter dem Admin-Raum ist das Visitor, das Visitor-Areal, nennen wir es mal so, das hier mit den Fahrstühlen verbunden ist. Die Fahrstühle sind natürlich nicht echt, also ihr werdet teleportiert, allerdings so gut, dass wenn ihr einen guten Computer habt, merkt ihr das nicht. Ihr werdet nämlich nach hier oben teleportiert, wo dann die Aussichtsplattform ist und von hier aus wird man auch wieder teleportiert. Nicht senkrecht nach unten, nee, das wäre ja viel zu leicht. Nein, man wird ziemlich weit teleportiert und zwar von dort oben, wo ich gerade war, wird man hier, wo unter mir die Spleef Arena ist, hierhin teleportiert, in diesen Fahrstuhl. Das ist schon wirklich eine große Strecke, nichtsdestotrotz merkt man es fast gar nicht. So. Das ist so ganze Set-Technik, die hier unter ist. Das ist schwer zu verstehen. Gucken wir uns das hier oben an. Hier wäre der Würfel, der hintereinander den Spielern eine Zahl gibt. Das hier gibt immer einen Puls. Sobald ihr einen Puls eingibt, bekommt ein Spieler eine Würfelzahl. Was passiert? Es wird ein Spieler rausgepickt und dieser Spieler wird dann erstmal sozusagen temporär gespeichert. Dann wird hier durch einen Zufallsgenerator, guckt euch mein Video dazu an, das habe ich schon mal gezeigt, wie das funktioniert, ein Zufallsgenerator wird eine Würfelzahl gemacht. Der Spieler, der temporär rausgepickt worden ist, bekommt die Würfelzahl. Es wird ein Prognosefeld errechnet, auf welches Feld er gehen wird. Dann gibt es diese große Leiste, die sagt eigentlich nur an Move Forward to Field und dann dieses Prognosefeld. Das ist nur dafür da. Dann geht das Signal hier rein und der Zug wird beendet. Der Spieler hat seine Würfelzahl bekommen und ab dann beginnt der Counter zu zählen. Das Weiße ist die Steuertechnik des Spielfelds. Da wird nachher noch eine ganze Menge hinzukommen. Für jeden Scheiß auf dem Spielfeld gibt es das. Zum Beispiel diese Technik, wo ich gerade hingucke. Da ist nur für diesen Mr. Barker, dass der Hallo sagt, wie auch im letzten Video mit Stucky ausgetestet. Das ganze Teil hier ist nur für diesen Spleef. Ja, und hier wird dann die Musik abgespielt und die 60 Sekunden ticken dann. Ja. Wenn der Spieler einen Knopf drückt, wird der Zug überprüft. Das Ganze geschieht in dieser Technik, die ich jetzt gerade angucke. Dieses Teil überprüft, ob der Spieler auf dem richtigen Feld ist und je nachdem wird dann eine Variable auf 1 oder minus 1 gesetzt. Wird die Variable auf 1 gesetzt, bedeutet der Spieler ist auf dem korrekten Feld. Wird die Variable auf minus 1 gesetzt, heißt das, der Spieler ist nicht auf dem korrekten Feld. Wenn der Spieler nicht auf dem korrekten Feld ist, wird sein Spielzug hier gelöscht. Ist der Spieler auf dem richtigen Feld, wird sein Spielzug hier gespeichert. Und beim nächsten Mal wird er dann auf dem Nebenfeld wieder spawnen. Dieses Teil hier ist nur zur Synchronisation gedacht, sprich, es synchronisiert Variablen. Unwichtig, außer ihr kennt euch damit aus, dann versteht ihr, was das bedeutet. Das hier oben ist das Spielfeld-Teleporter. Diese Leiste hier teleportiert die Spieler auf das Spielfeld hintereinander. Das wäre schon mal die gesamte Technik davon. Dann hätten wir hier die Spleef-Arena. Hier drunter haben wir Minecarts, die verändern die Spleef-Schicht darüber. Das Ganze geht sehr schnell, Schnee wird sehr schnell gesetzt. Da fahren einmal Minecarts hierher. Ich kann euch das einmal zeigen. Oder kann ich euch das zeigen? Ich weiß es nicht. Nee, das kann ich euch nicht zeigen, weil die Map gerade nicht aktiviert ist. Dann muss ich einmal das hier wegnehmen. So, jetzt kann ich euch das zeigen. Scoreboard Players set your Minecraft, reset Spleef 1. Jetzt wird die Schneefläche über uns gemacht. Wie man sieht, da fahren eine ganze Menge Minecarts los und setzen über sich eine Schneefläche. Warum das zwei sind, werde ich euch in einem Tutorial bald mal erklären, wo ich erkläre, wie das funktioniert. Darunter haben wir noch diese Fläche. Das wird immer nach einer Runde aufgerufen. Das stellt das ganze Ding wieder her. Oh, ich habe das jetzt aufgerufen. Es fahren da jetzt zwei Minecarts durch. Diese Minecarts stellen diese wunderschöne Mosaikfläche wieder her, was allerdings länger dauert, weil die Minecarts eine lange Strecke zurücklegen. Das ist einfach nur zur Zierde. Ob das wirklich auch nach jeder Runde benutzt wird, weiß ich nicht, aber beim Starten des Spiels ja. Weil das Ganze soll ja irgendwie ästhetisch schön aussehen. So. Ist, glaube ich, klar. Redstone zurück dorthin, wohin gehört.
Wie gesagt, Spawn-Technik, das kennt ihr alles. Wie gesehen, haben wir hier den Variabelspeicher. Das sind alle Variablen, die werden einmal erstellt und erst wenn die Map resettet, werden die Variablen gelöscht. Dann haben wir nochmal hier einen Variabelspeicher. Diese Variablen, die hier drin sind, gelten nur für eine Runde. Danach werden sie wieder gelöscht. Nach jeder Runde werden die gelöscht. So. Noch viele Kabel, Verbindungen, deshalb sieht das auch so confusing, komisch aus. Das hier wäre das System hier, das teleportiert die Spieler alle in einer Reihe dort oben hin. Hier ein bisschen Spawn-Technik. Diese ganze Technik, die wir jetzt hier sehen, ist nur für den Fahrstuhl. Unnötig, aber cool irgendwie. Jeder liebt Fahrstühle. Ich meine, das ist irgendwie geiler. Ich meine, sonst, wie wird es denn sonst gemacht? Eine Treppe? Scheiße, nein. Also, der Fahrstuhl war wirklich das Geilste und der funktioniert supi. So, das hier wäre. Erkennt ihr gar nicht wieder, ne? Da gehe ich mal nach hier oben. Dann wisst ihr sofort, was ich meine. Dieser Bereich hier, der funktioniert auch mit Minecarts. Es wird getestet, ob ein Spieler auf einem dieser Felder gelandet wird oder ob sich ein Spieler auf einem dieser Felder befindet. Erst dann und ob die Runde läuft. Erst dann schaltet sich das Ding an. Ansonsten bleibt das aus Lag-Gründen aus. Also es muss schon ein Spieler sich einmal entweder hier drauf befinden oder sein Prognosefeld sagt an, dass er auf einem dieser Felder landen wird. Erst dann aktiviert sich das Ding und natürlich erst auch dann, wenn eine Runde läuft. So, wie funktioniert das? Zwei Minecarts fahren hintereinander her. Das eine Minecart baut den Dings auf, das andere tauscht es mit Sand aus und der Sand fällt runter in die Lava. That's simple. So, ich habe euch das mit dem Noob-Modus noch gar nicht erklärt, fällt mir auf. Was ich im ersten Part erwähnt habe. Noob-Modus bedeutet, dass ich erstmal eine Party starten muss. Ein kleiner Moment. Oh, das mache ich jetzt mal ganz unverfangen. Nur mit Variablen. So, wie ihr seht, das ist grün. Die Party läuft jetzt. Und es wird auch gar nicht die Regeln erklärt, wie man sieht. So, jetzt starte ich eine Runde. Aber erst mache ich mich auf Feld Nummer 18 und starte eine Runde. CP steht in diesem Fall für Continue Party. Runde gestartet. Das kennt ihr schon als das Prozedere. Ich werde auf Feld 18 teleportiert. Darkness, ach egal. So. Was bedeutet der Noob-Modus? Sagen wir mal, ich habe jetzt einen komplett laggy Computer und es ist für mich unmöglich, daherzugehen, weil mein Computer so stark laggt, dass ich das nicht hinkriegen kann. In diesem Fall kann der Admin einen Noob-Modus aktivieren. Noob 1, das ist unnötig, aber es ist wichtig. Und wenn jetzt tatsächlich ein Spieler da ist, der Noob, hast du, das steht auch im Chat, Noob-Modus has been activated, dann baut sich für diesen Spieler dankbar diese Dings auf. Weil es ist ja mies, ich meine, wenn das Spiel jetzt hier feststackt und gar nicht zum letzten Feld kommt, weil er einfach diesen Parcours nicht hinkriegt. Das ist wirklich dafür gedacht. Damit, ich werde das auch bei anderen schweren Parcours, werde ich auch sowas einführen. Ihr kennt ja noch das alte Mario Party, da war es ja so, dass es kein Parcours war, sondern dass man einfach nur die Strecke abgelaufen ist. Und dafür ist dieser Noob-Modus. Dann aktiviert sich in diesem Fall hier so eine Leitung und wenn die Runde zu Ende ist, fällt die dann wieder ein. Und diese aktiviert sich auch nur, wenn sich ein Spieler mit Noob-Modus hier in diesem Bereich aufhält. Es ist wirklich nur einfach eine Nettigkeit von mir damit, weil das ist wirklich, kann unmenschlich sein, wenn ihr einen Computer habt, wo das nicht so flüssig läuft wie bei mir, ist es wirklich unmenschlich, diese Stelle. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich habe es auf meinem Netbook ausprobiert und ich sage euch, auf dem Netbook das zu machen ist unmöglich. Vor allen Dingen, weil man einmal vorwärts drückt und dann 2 Sekunden warten muss, bevor sich der Spieler überhaupt bewegt. Ja, hier auf dem richtigen Rechner, den ich gerade benutze, läuft das natürlich deutlich flüssiger. So, ich ziehe das Video schon wieder unnötig in die Länge. Ich werde ein Tutorial darüber machen, wie das denn hier funktioniert. Nochmal an euch Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Ich hoffe, euch gefällt das so gut wie mir. Ich liebe dieses Projekt, ehrlich. Ich habe mich jetzt so richtig danach reingebissen in das Projekt. Hab jetzt meine Ferien dazu benutzt, dieses Projekt weiterzumachen. Wir sehen uns dann bald wieder und tschüss, Leute.